Und es geht wieder weiter mit den X-Digimon Teil 6, diesmal mit den Buchstaben E und V, weil es gibt nur ein einziges mit E und das ist Ebemon und nur eins mit V und das ist Wademon und da ja beide eben zur selben Digitationslinie gehören, passt das ja gut zusammen. Da Wademon das Ultralevel ist, beginnen wir mit ihm. Wademon selbst ist natürlich keine Schönheit, soll es aber auch nicht sein. Es sieht einfach so aus, wie man sich Aliens meistens vorgestellt hat, inklusive einer Knarre. Die X-Version, wenn man es nicht wüsste, würde man vielleicht auch gar nicht denken, dass es die X-Version ist, da sie nämlich nicht zackig ist. Was soll man dazu sagen? Eigentlich sieht sie im Groben und Ganzen ziemlich gleich aus. Und ja, natürlich muss man auch irgendwie ein bisschen an Thaddäus aus SpongeBob Schwammkopf denken. Das Gehirn ist nur nicht mehr ganz so ekelig und offen, kann man sagen. Und sonst trägt es halt eben Handschuhe und so eine Jacke. Ich finde, dass es natürlich auch irgendwo ein bisschen besser aussieht, so mit der Jacke und so. Und nicht ganz so schlicht. Im Groben und Ganzen ist es aber irgendwo schon ziemlich dasselbe. Kommen wir zu Ebemon, das Wademon ja schon irgendwo ähnlich sieht, weil es ist auch irgendwie immer noch ein Alien, das sieht man vor allen Dingen auch so am Kopf und die Vorstellung und so, ist aber natürlich mechanisch und hat jetzt auch zwei Waffen. Wirklich schön ist es auch nicht, es wirkt auch immer noch ein bisschen tentakelmäßig und so. Schaut man sich die X-Version an, muss man hier zugutehalten, dass es auch immer noch nicht irgendwie zackig ist. Allerdings, naja, es ist fast wieder dasselbe, nur dass man eben die Knarren so ein bisschen gepusht hat. Ich muss sagen, ich finde beide nicht besonders toll und beim normalen Ebemon gefällt mir zumindest der Kopf etwas mehr, weil alienhafter halt, ne? Allerdings finde ich bei der X-Version zumindest diese grüne Spritze, Knarre, was auch immer das sein soll, sieht ein bisschen besser aus. Es sieht ein bisschen gefährlicher und bedrohlicher damit aus. Im Groben und Ganzen sind es aber wirklich nur minimale Unterschiede und ich würde sagen, dass mir persönlich keins besser gefällt.